Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder eine Betonage in BA11. Hier bei Bahnsteig 3 im südlichen Teil, also nicht beim Spannbetonbrückenteil. Vorher möchte ich aber noch hier einen Blick drauf werfen bei R14. Also wir zoomen vorbei an K28. Und die ist ja jetzt komplett mit Schalungselementen ausgestattet. Diese Kelchblüte haben wir gestern im Video gesehen. Ja, was ist bei R14? Wir haben schon oft berichtet, dass die Fahrspuren ja ausgefüllt werden und dann eine kleine Betondecke drauf, damit man eine Arbeitsfläche hat zum Fahren. Und das Material wäre zu weich, wenn die schweren Stützen hier und dann später auch mit Beton der Kelchblüte des Restkelches draufstehen, würde es durchstanzen höchstwahrscheinlich. Oder wenn es nur 3 mm nachgibt, ist die Form verzogen. Das kann man verhindern, indem man da kleine Betonklötzle reingießt. Und wir sehen, die Verfüllung beginnt. Ich aktualisiere mal. Also das war heute Morgen so um 8 oder 8:30 Uhr. Und so sieht es jetzt aus. Also BA9 Gleis 1 wird zubuddelt. Jetzt aber zurück zu unserer Betonage. Hier noch ein kleiner Hinweis, K25 habe ich ein bisschen ja, blass gemacht, weil wir können es nicht mehr sehen. Das ist jetzt hinter der Schalung von K28 verschwunden. Wobei es ist ja erstmal nur dort die Anschlussarmierung. Bis dort was passiert, braucht es noch ein bisschen. Jetzt ist erstmal SK24 dran mit seinem Leergerüst für die Armierung des Kelchfußes. Also hier sind wir. Vielen Dank übrigens für den Tipp auf Slack und in Google Fotos. Sonst wäre mir das auch nicht aufgefallen. Mari hat auch schon heute Morgen gepostet, dass die Betonpumpe da steht. Und auch das mit den kleinen Betonklötzen in Gleis 1 ist immer gut, wenn man einige Adleraugen hat, die aufpassen. Ja, und bei der Gelegenheit erstmal noch ein herzliches Dankeschön an Johannes, an Frank und der dritte Herr, der nicht genannt werden möchte, er weiß Bescheid. Wir haben uns sehr gefreut. Danke für die Spende. Also, wenn ich hier das mal ausblende oder verschiebe, na, das ist hier der Bereich und das bedeutet, dass wir hier bei Bahnsteig 3 die Farbe verändern können und ich lasse rechts und links noch ein bisschen hellgrün, weil das sind ja die Kabelkanäle. Hier schauen wir auch noch mal drauf. Da habe ich frech die 10 komplett gelb gemacht. Ob das stimmt, kann ich noch nicht sagen. Bis jetzt ist die Schalung von Schwindgasse D10 bis hier angelegt worden. Wir werden sehen, wenn das hier nur ein kleiner Teil ist, dann nehme ich einfach das Gelb wieder ein bisschen zurück. Ansonsten würde das ja passen. Und bei der Gelegenheit schauen wir auch hier mal rein. Kann man bitte durchspiegeln. Hier sieht man die Pumpe, die in BA11 Bahnsteig 3 betoniert. Oder sieht man was an der Übersicht? Da hat sich ja nicht viel geändert. D10 habe ich gelb gemacht, gerade erwähnt. Und Glasgitter ist vorbereitet. Meinetwegen kann es losgehen. Zum SK24 würde ich gerne noch was sagen, das mache ich aber dann
In der Originalzeichnung, weil da die Farben noch drin sind. Dann schauen wir mal nach Süden. Also, hier geht es ja auch mit großen Schritten weiter. Erstes Mal sind hier die Armierungen freigelegt worden und die Pfahlgründungen. Dann sehen wir hier, der Medienkanal hat Leerrohre bekommen. Hier wird weiter ausbuddelt. Und da hinten wird rausgegraben. Also meine Idee, dass man hier reinfährt, hat sich nicht bestätigt. Und wenn man jetzt sieht, dass hier noch gearbeitet werden will, muss, soll, dann ist es auch klar, dass die Lösung besser ist. Und das sieht danach aus, als wären jetzt alle Pfahlgründungen von BA 1920 kurz geschnitten worden auf das neue Maß. Ja, dann gehen wir nochmal in die Wandelhalle. Das Bild haben wir schon vor längerer Zeit veröffentlicht. Da habe ich oben 4. August. Und dann hat Walter diesen Schnappschuss erwischt. Herzlichen Dank dafür, dass er den gepostet hat auf Facebook in der Gruppe Wie weit ist der Bahnhof? Da bin ich nicht so oft, deswegen muss ich jetzt ein bisschen überlegen, wie er wirklich heißt. Ja, also Walter, Dankeschön. Man könnte natürlich das einrichten, dass alle Fotos immer jederzeit abgespeichert werden, aber es ist auch aufwendig und da muss man so viel ausmisten. Deswegen bleibe ich gern bei der Handarbeit. Und wenn ihr mehr Fotos möchtet und die Gelegenheit dazu habt, die mitzuspeichern, könnt ihr sie uns gern mit OneDrive oder so zur Verfügung stellen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Und zwar, das ist der 6.8. Hier oben sieht man immer schön das Datum und die Uhrzeit. Jetzt hat er ganz schön weggefressen. 9.8., also gestern Morgen. Jetzt ist ein richtig groß das Loch. Und das ist jetzt 10 Uhr. Heute, am 10. August. Ja, also es wird eine große Aussparung und es wird eine Seitengalerie geben. Aber die hält natürlich nicht, wenn hier die Stütze weg ist oder die Stützreihen. Deswegen muss sie komplett weg und dann baut man sie neu und ordentlich. Und dazwischen ist eine große Öffnung und da laufen Treppen, Rolltreppen runter. Und glaube, weiter hinten ist es dann zwei runde Aufzüge. Ja, fast hätte ich es vergessen. Wir wollten ja noch hier schauen. SK24, der Sonderkelch, deswegen das S, weil es steht andersrum. Mit Nordeingang, hier laufen dann Treppen und Rolltreppen runter. Und interessant finde ich, wir sehen ja die Aussparung vom Aufzug Unterbau in der jetzigen Armierungsphase und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, der läuft dann durch die Kelchblüte. Also sehr spannend. Ja, und SK24 hat eine andere Farbe, weil das meiste ist eine Sonderschalung. Wer sich hier im Backup das ein bisschen anschauen will, wie oft welche Schalung benutzt wurde, das ist zwar ein uralter Planungsstand, aber vom Prinzip her passt es ja. Danke fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte draufklicken und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.